Hallo und willkommen zurück zum 9. Advendicted Aquadicted Adventskalender Türchen. Und die dicke Socke ist wieder mit am Start. Und ich glaube, auch heute verbirgt sich in der Socke wieder eine schöne Pflanze, die wir euch vorstellen. Ich schau mal rein. Ah, hängen sie im Wasser. Die Socke ist leicht feucht. Ja, wir haben wieder ein Pflänzchen und es ist schon lange kein In-vitro-Topf mehr gewesen, fällt mir gerade auf. Das ist wieder ein normaler Topf. Okay. Und wir haben heute, und sieht ja fast aus wie das erste Türchen, aber auch nur fast. Es handelt sich um Ludwigia Repens Rubin. Und auch die können wir euch natürlich wieder gleich in voller Pracht zeigen. Aber erstmal erzähle ich noch zwei, drei Sätze dazu. Und zwar gibt es die Ludwigia Repens schon sehr, sehr lang in der Aquaristik. Und die ist mehr grün als rot. Repens Rubin wiederum ist eine Form, die ich eigentlich immer nur von Tropica kenne oder bei Tropica immer nur bestellen kann, weil woanders habe ich die noch gar nicht gesehen. Bei vielen Ludwigien ist es aber so, da gibt es viel Namensverwirrung, weil da wohl auch einiges an Zuchtformen und Kreuzungen dabei ist. Und so soll es auch bei der Repens Rubin sein, denn das soll eine Zuchtform aus der normalen Ludwigia Repens und der Ludwigia glandulosa sein. Wobei die Frage ist, ob es eine Zuchtform ist oder ob es ein natürlich entstandener Hybride ist. Denn das kann in der Natur ja auch passieren, wenn Pflanzen in einem Biotop vorkommen, dass die sich einfach, ja, dadurch, dass die Pollen bestäubt werden, zum Teil auch mal mischen können. Und wenn das Ganze dann funktioniert und die Pflanzen auch selbst wieder vermehrungsfähig sind, dann kommen eben auch in der Natur gemischte Sorten raus. Bekanntes Beispiel Kryptogrün. Ja, da kommt das auch oft vor. Auch schon Hybridform, ja. Wo man gar nicht mehr weiß, was eigentlich ursprünglich mal da reingekreuzt war. Eben. Die Pava soll wohl dafür, dass sie bei uns immer so eher mäßig oder schlecht wächst, ja, soll da wohl sehr dominant sein, was diese Hybridform angeht. Wobei es von der Pava jetzt sogar noch eine kleinere Form gibt. Pava Mini nennt die sich. Habe ich letztens auch erst im Internet gesehen. Noch kleiner und noch langsamer wachsend. Schön. Ja, die Ludwigia Repens kommt aus Nordamerika. Also im südlicheren Teil von Nordamerika ist sie weit verbreitet. Und bei der Repens Rubin, wie gesagt, kann es gut möglich sein, dass die in Natura auch vorkommt. Sie ist auf jeden Fall im Aquarienhobby schon sehr, sehr lang bekannt. Und wie man auch hier wieder deutlich sieht, das ist eine emers gezogene Pflanze. Und aus dem Gewächshaus kommt sie mit so olivgrünen Blättern. Also auf der Oberseite, auf der Unterseite sind sie rötlich. Und der Blattabstand ist relativ, also die Blätter sind groß und der Blattabstand ist auch groß. Und die verändert sich sehr unter Wasser. Und zwar, je besser es ihr geht, umso mehr zum Positiven. Das ist eine relativ anspruchslose Pflanze. Also sie kann auch kalt, gell? Kann auch kühler, ja. Also auch im südlichen Teil von Nordamerika, zum Beispiel in Florida, kann es auch empfindlich kühl werden. Das müssen die Pflanzen abkönnen. Nicht dauerhaft, da gibt es jetzt keinen wirklichen Winter. Also winterhart bei uns ist es sicherlich nicht. Das ist bei der Glandulosa, die ist ja noch ein bisschen sensibler, auch so. Die gehören jetzt zu den, ich sag mal, etwas anspruchsvolleren Ludwigien. Die Palustris, die wir euch im ersten Türchen vorgestellt haben, ist da schon ein bisschen robuster, wenn sie auch bei uns vorkommt. Auf jeden Fall ist die Repens und die Repens Rubin eigentlich ziemlich gleich auf. Also sie sind recht einfach zu halten. Wenn man aber das volle Potenzial rauskitzeln will, dann auch da, wie bei vielen anderen Pflanzen, optimale CO2, optimale Nährstoff und optimale Lichtversorgung. Und dann wird sie halt umso schöner. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier weiter philosophiere, zeigen wir euch mal diese Pflanze in schön und dann kann ich noch mal 3-4 Worte dazu sagen. Und wir stehen wieder vorm Indian Summer Aquascape und auch hier wieder ein gutes Beispiel für die Repens Rubin. Die hat jetzt ihre Blätter schon so ein bisschen zusammengeklappt, weil der Tag lang war und wenn die Pflanzen dann fertig sind mit Wachsen und haben genug Sauerstoff produziert, die haben ja auch so eine innere Uhr und wissen dann schon, wann das Licht ausgeht, dann klappen die Blätter wirklich zusammen und ja, dann sehen die halt aus wie jetzt. Auf jeden Fall sieht man hier sehr, sehr gut den Unterschied, dass die Blätter, die jetzt unter Wasser kommen, wesentlich intensiver rot gefärbt sind. Wie gesagt, hier hat sie natürlich auch Vollversorgung und sie sind auch etwas dichter beieinander, sie neigt näher zum Verzweigen. Und sie hat auch etwas spitzere Blätter. Also die fallen insgesamt etwas anders auf. Man sieht hier schon diese verwandtschaftliche Nähe zur Glandulosa. Die habe ich nämlich gerade eben erwähnt und die haben wir hier auch drin. Und daneben eben die Palustris. Also hier seht ihr gleich das Trio beieinander. Und es ist meines Erachtens nach eine relativ einfache Pflanze. Also wenn es der wirklich gut geht, dann wächst sie verhältnismäßig schnell.
Sie braucht auch relativ helle Beleuchtung. Ich habe immer wieder festgestellt, wenn sie etwas dunkler steht, dann neigt sie immer dazu, die unteren Blätter abzuwerfen und sieht dann halt sehr kahl aus und wird auch nicht so, also so schön gedrungen. Das Problem ist dann immer bei den Pflanzen, dass die Stängel relativ lang werden und die Abstände zwischen den einzelnen Blattpaaren, also diese Internodien, die liegen dann relativ weit auseinander, also sieht sie ziemlich kraftlos aus. Aber ja, hier, wie man sieht, geht es der gut. Und wenn ich sie jetzt noch 2, 3, 4 Mal beschnitten habe, dann wird es auch ein richtig dichter Haufen. Also die sieht schon super aus. Also es ist eine wirklich tolle, einfache Pflanze, die man schon, also neben der Palustris würde ich schon sagen, kann man sie als relativ einfach einordnen. Und in den meisten Becken wächst sie. Und auch wenn die Beleuchtung nicht ganz so extrem ist, die Pflanze wird trotzdem verhältnismäßig rot. Es ist vielleicht ein etwas anderes Rot als bei der Palustris, aber trotzdem eine sehr schöne Pflanze. Und selbst wenn sie unten nicht so hell steht, je näher die ans Licht wächst, umso intensiver rot werden die Blätter dann. Und auch die Unterseite sieht halt immer klasse aus. Also wie bei den Alternantera-Arten sind die dann zum Teil unten noch ein bisschen krasser rot gefärbt als oben. In dem Becken, ihr wisst es, dünge ich mit dem Masterline All-in-One. Und zwar der Sol, der ist relativ knapp dosiert, also sie wächst hier nicht ganz so schnell. Ich habe die Pflanze aber bei meinem ersten Versuch mit Masterline auch mal mit dem 1 und 2 gehalten. Da war die Nährstoffkonzentration generell höher, also sowohl Mikro als auch Makro. Die ist wirklich extrem rot geworden, also sie sah schon fast aus wie eine Glandulosa und riesengroße Köpfe. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie riesig diese Pflanze auch im Durchmesser werden kann, wenn es der gut geht. Und da habe ich schon die ersten Erfahrungen mit Masterline gesammelt, also die gedeiht wirklich gut. Ja. Entschuldigung, es lenkt so ab. Ja. Hattest du in dem vorgehenden Türchen schon diese Echinodorus erwähnt? Nein, die kommt noch. Okay. Ja, die also ist schon hypnotisieren. Die Leute dann durchdrehen und schreiben, was ist das für eine Echinodorus? Ja, die müsst ihr jetzt hier optisch ausblenden. Ja. Es geht jetzt, bitte aufpassen, nur um die Ludwigia. Die Echinodorus kommt auch noch an die Reihe, denn ja, die ist auf jeden Fall ein Türchen wert. Aber ich würde mal sagen, das reicht jetzt eigentlich auch an Infos zur Repens Rubin. Das ist wirklich eine super simple Pflanze. Also wir können sie eigentlich fast jedem von euch empfehlen. Also wenn ihr ein einigermaßen gutes Setup habt und das Licht passt so, dann werdet ihr mit der Pflanze auf jeden Fall Erfolg haben. Also viele unserer Kunden, die hier im Laden einkaufen und ihr Becken zum ersten Mal bestücken, die, ja, denen empfehle ich dann diese Pflanze zum Teil immer wesentlich lieber als zum Beispiel ja, eine Alternantera, die auch schön und instant rot aussieht, wenn man sie kauft, aber im Aquarium doch nicht immer so einfach zu pflegen ist. Das funktioniert schon, sieht man ja hier auch ganz gut, aber das Becken kann man ja jetzt nicht unbedingt mit einem Standard-Set vergleichen, wo eben nicht so intensives Licht drüber ist oder wenn überhaupt CO2 nicht so viel davon da ist und vielleicht auch anders gedüngt wird, verzeiht sie euch trotzdem und wächst eigentlich relativ gut. Also an und für sich ist es wirklich eine ziemlich empfehlenswerte Pflanze und auf jeden Fall für den Hintergrund einzuordnen, Temperaturbereich kann auch ein bisschen kühler werden, aber ich halte sie hier so bei 24 Grad, da wächst sie ganz gut. Wie sie sich in einem Diskusbecken macht, kann ich aus Erfahrung von einigen Kunden auch sagen, auch da wächst sie eigentlich relativ gut, meistens dann natürlich wesentlich schneller und vielleicht auch nicht ganz so farbig. Es kommt immer auf das Setup an, auch wie man dann düngt. Auch in einem etwas kühleren Wasser hält sie sich auch super. Also es kommt wirklich immer darauf an, wie dann das Drumherum ist. Generell im normalen Aquarium mit normalem Licht, normalem Dünger, normalem oder keinem CO2 wird sie auch wachsen. Und wie ich immer wieder sage, je besser es ihr geht, umso schöner wird sie werden. Probiert sie gerne mal aus. Die werdet ihr auch in fast jedem Zoohandel bekommen. Ansonsten haben wir sie euch wieder verlinkt. Viel Spaß mit dieser tollen Art und wir sehen uns, wenn ihr wollt, morgen zum nächsten Fischtürchen.